Heute zu Gast im Interview hier bei uns auf Jungle Drum Radio ist der Apotheker Thomas Bauer, der betreibt die Klosterapotheke in Freising. Guten Tag, Herr Bauer. Ja, guten Tag. Ja, Sie waren eine ganze Zeit lang Sprecher der Bayerischen Apothekenkammer und dann wurden Sie buchstäblich abgesägt. Können Sie mir erzählen, warum? Also da ist Folgendes passiert. Ich war also insgesamt, glaube ich, nur ein knappes Jahr Apothekensprecher. Ich habe damals einen Vortrag über Impfungen gehalten, einen sehr kritischen Vortrag über Impfungen, allerdings als Privatperson, hatte allerdings vergessen, an diesem Vortragsabend dazu zu sagen, dass ich, dass das eben im privaten Rahmen ist und ich habe auch gar nicht erwähnt, dass ich Apothekensprecher bin. Auf jeden Fall war da auch die Presse vertreten, was ich aber nicht wusste. Und dann erschien ein Zeitungsartikel, wo das Mädel, das da war, sehr gut aufgepasst hat und eigentlich ein wirklich sehr guten Artikel über diesen Vortrag gebracht hat. Und da stand halt drin, Apothekensprecher Thomas Bauer sagte und so weiter. Das war natürlich ein bisschen unglücklich, dass das dann sozusagen in meiner Funktion, dass ich da praktisch zitiert worden bin, in meiner Funktion als Apothekensprecher. Und daraufhin hat sich dann ein Freisinger Kinderarzt, hat mal telefonisch bei mir gemeldet und hat sich sehr darüber aufgeregt, was ich da alles gesagt habe und von mir verlangt, dass ich das richtig stellen müsste. Und wir haben dann ein bisschen diskutiert und ich habe gesagt, ich kann nichts richtig stellen, weil das ist meine Meinung und so sehe ich das. Und der Artikel passt für mich und ich werde da nichts unternehmen. Daraufhin hat er dann mir angedroht, dass er sich beim Gesundheitsministerium, beim Bayerischen und bei der Landesapothekerkammer beschweren wird und damit war das Telefonat beendet. Das hat er dann auch getan. Die Apothekerkammer hat es am Anfang gar nicht als so dramatisch bewertet. Ein paar Wochen später, ich vermute mal, dass dann das Gesundheitsministerium tatsächlich dann auch nochmal bei der Apothekerkammer nachgefragt hat, was denn da los war. Und ein paar Wochen später hat mich dann der Präsident der Apothekerkammer angerufen und mich gefragt, ob es mir was ausmachen würde, wenn ich von meinem Amt zurücktrete. Und dann habe ich gesagt, nee, macht mir nichts aus. Dann kann ich wenigstens wieder sagen, was ich möchte. Und ja, und so wurde das dann wieder beendet. Also auf gut Deutsch, Sie sind geschasst worden, weil Sie impfkritisch sind. Warum sind Sie impfkritisch? Als Apotheker verkaufen Sie zwar die Präparate, aber Sie verabreichen diese ja nicht. Wie sind Sie an diese Informationen gelangt? Also es ist so, dass man im Pharmaziestudium praktisch über Impfungen so gut wie überhaupt nicht selber lernt. Das heißt, das Wissen muss man sich, wenn es einen interessiert, selber aneignen. Bei mir ging das los, dass meine Tante Heilpraktikerin war und ich bei ihr regelmäßig als Patient war. Und da kam halt immer mal wieder raus, dass irgendwelche Beschwerden, die ich jetzt gerade habe, die hat mit Bioresonanz gearbeitet und bei diesem Test kam halt ganz oft raus, dass irgendwelche Impfungen, die ich mal als Kind gekriegt habe, sozusagen daran schuld sind, dass ich jetzt gerade irgendwas habe. Das würde man normalerweise halt, wäre man auf sowas nie gekommen. So ging das eigentlich los, dass ich da als Student von öfter verwundert war, was Impfungen offensichtlich alles so bewirken können. Und dann habe ich mich eigentlich richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, als meine Frau schwanger war. Und habe da halt war aus Vorträgen von Ärzten, die impfkritisch waren, habe wirklich viele Bücher über Impfungen durchgelesen und daher habe ich mein Wissen und natürlich, was dann auch noch dazu kommt, inzwischen aus 10-jähriger Erfahrung in der Apotheke, kriegt man natürlich auch immer wieder mit, was einem Eltern berichten, was nach Impfungen passiert ist oder Das finde ich jetzt sehr spannend. Was berichten die Eltern denn? Also ich würde jetzt mal sagen, es kommt selten vor, dass man schwere Impfschäden irgendwie berichtet kriegt. Aber also ich hatte schon eine Frau, die mir selber erzählt hat, sie ist sich sicher, dass sie nach einer Impfung, dass sie seitdem an Epilepsie leidet. Das hatte ich schon und ich habe einfach den Eindruck, dass die Kinder von den Eltern, die ihre Kinder
Allergien. Allergien, genau, solche Sachen. Ja, da kriegt man einfach ein Gespür dafür, dass man eben, ja, bemerkt, dass diese Kinder fast immer viele Impfungen haben oder halt die Standardimpfungen erhalten haben. Was meinen Sie, woran liegt das, dass Impfungen krank machen, anstatt gesund zu halten? Das ruft dann quasi so eine Art Tsunami im Immunsystem hervor und das. Wenn sie sich sehr stören, dann belastet es einfach unser Immunsystem. Ja. Das ist wirklich auf Dauer. Also das ist das Problem, warum in meinen Augen Impfungen uns krank machen. Haben Sie Ihre Kinder jetzt gegen gar nichts impfen lassen oder denken Sie, dass zum Beispiel eine Polio-Impfung, Kinderlähmung? Ich sag gern was zu den beiden Impfungen, und zwar Polio und Tetanus. Also, das hieß dann also nicht mehr. An den Erkrankungszahlen, dass sich in Wirklichkeit überhaupt nichts geändert hat. Das heißt, die haben im Grunde gegen das Poliomyelitis-Virus gar nichts geholfen, aber dadurch, dass sie die Statistik frisiert haben, haben sie diesen Eindruck erweckt. Gut, alles klar. Gibt es für Sie sinnvolle Alternativen? Zum Beispiel die Kinder gut beobachten, vielleicht öfter mal auf einen Rat von der Oma hören, Hausrezepte, wie sehen Sie das? Also man muss wirklich vor diesen ganzen Krankheiten, die wir heutzutage impfen, vor denen muss man keine Angst haben. Ich sage jetzt mal, jetzt wird inzwischen gegen Windpocken geimpft. Die hat früher jeder durchgemacht. Masern, Röteln, Mumps, das sind natürlich alles, wenn man es hat, schwere Erkrankungen, aber man muss vor denen keine Angst haben. Und man kann die wunderbar homöopathisch begleitend behandeln, sodass man wenn man solche Krankheiten dann wirklich bekommt, die auch sehr gut übersteht. Also das ist für mich die Alternative, dass ich sage, ich behandle das naturheilkundlich. Da gibt es gute Literatur dazu, oder man sucht sich einen guten Heilpraktiker.
wo man sich gut aufgehoben fühlt und dann muss man sich vor solchen Krankheiten fürchten. Das Thema Tetanus will ich ganz gerne noch ansprechen. Ja, gerne. Weil Tetanus ist ja doch das, was selbst bei Impfdiktikern häufig dann doch noch geimpft wird. Wir haben in Deutschland ungefähr 200 bis 250.000 ungeimpfte Kinder und Jugendliche, die nicht gegen Tetanus geimpft werden. Unter denen haben wir seit 30 Jahren keinen einzigen Todesfall. Wenn Tetanus jetzt so gefährlich wäre, wie es uns immer erzählt wird, dann müssten von denen ja jährlich viele sterben. Tun sie aber nicht. Ich glaube, es ist beim Tetanus noch hochinteressant, finde ich, dass man diese Erkrankung tatsächlich öfter durchmachen kann, das weiß man. Also sie können jetzt an Tetanus erkranken. Das Risiko, dass sie dran sterben, ist nicht besonders hoch. Das steigt, je älter man wird. Über 60-Jährige sterben ungefähr 20%, wenn sie den Tetanus bekommen. Bei Kindern gehen die Todeszahl gegen null, also das Risiko gegen null. Das heißt, man kann den Tetanus praktisch überleben. Und dann kann man den zum Beispiel ein Jahr später wieder kriegen. Jetzt frage ich mich, wie kann ich denn wenn keine bleibende Immunität die echte Erkrankung durchgemacht habe und es wiederbekommen kann, wie kann mich dann eine Impfung schützen? Ja, genau, die kann ja dann offenbar, wenn schon der Kontakt mit dem Erreger keine bleibende Immunität erzeugt, dann kann auch das Impfpräparat das eigentlich nicht bewerkstelligen. Kurz zur Krankheit selber, das sind gramnegative Stabbakterien, Spornbilder, Clostridium tetani. Und die stecken in der Erde, überall im Boden sind die verteilt. Und als Kinder haben wir uns schon Millionen von denen in den Mund gesteckt oder an den Händen gehabt, ohne dass nie was passiert ist. Denn unser Immunsystem ist sehr wohl in der Lage, mit denen fertig zu werden. Nur die kommen teilweise sogar in unserer eigenen Darmflora vor. Also und es ist sowieso auch noch sehr umstritten, ob diese Theorie stimmt, dass ich da sozusagen eine Verletzung haben muss, wo dann diese Bakterien reingekommen sind, weil es gibt Tetanus noch Quetschverletzungen, wo ich überhaupt keine offene Verletzung habe, wo gar keine Erreger reingekommen können sein. Also ja, gut. Stelle ich jetzt mal in Frage, ob diese ganze Theorie überhaupt richtig ist, dass wieder Tetanus entsteht. Auf jeden Fall wäre Tetanus so gefährlich, wie Sie sagen, dann hätten wir es alle schon im Kindesalter durchleben müssen. Ja, noch eine interessante Statistik. Man hat in Frankreich schon vor dem Zweiten Weltkrieg war die Bevölkerung mehr oder weniger gegen Tetanus durchgeimpft. Damals gab es interessanterweise noch circa trotz der kompletten Durchimpfung 300 Todesfälle im Jahr. Was einfach daran liegt, dass man auch wieder sieht, die Impfung hat offensichtlich nicht geschützt. Heute haben wir im Jahr circa im Durchschnitt 5 Todesfälle in Deutschland. Das kommt einfach daher, weil sich durch die Unversorgung verbessert hat, die Ernährungszustände anders sind, die Hygiene insgesamt besser ist. Das ist eigentlich der Grund bei den meisten Infektionskrankheiten, warum die so stark zurückgegangen sind und nicht die Impfungen. Also man darf sich nicht einbilden, dass wir durch Impfungen irgendwelche von diesen Infektionskrankheiten zurückgedrängt haben, sondern das ist einfach die verbesserten Lebensumstände, die das bewirkt haben. Man sieht dann nämlich sehr schön, dass dann der Zweite Weltkrieg wieder gekommen ist. Die Erkrankung, die Todesfallzahlen in Frankreich über den gesamten Zeitraum auf 800 im Jahr wieder raufgehen, weil sich nämlich da natürlich die Lebensumstände wieder verschlechtert haben. Mhm. Also wir hatten vor dem Zweiten Weltkrieg 300 Tote im Jahr im Schnitt, dann auf einmal 800 Tote, kam mit der Zweite Weltkrieg vorbei, gehen die Zahlen wieder runter auf ca. 300. Und seit damals, also Mitte der 40er Jahre, sind sie halt stetig noch weiter nach unten gegangen, eben aufgrund der Verbesserung der Lebensumstände. Aber nicht aufgrund, weil irgendeine Impfung da uns schützen würde. Also im Grunde ein verbesserter Ernährungsstatus verbessert auch das Immunsystem oder die Immunkompetenz. Und die Todesfälle, die wir heutzutage noch haben bei uns, das sind meistens alte Menschen mit schweren Stoffwechselerkrankungen, wo ich dann praktisch diesen geschwächten Körper habe. Die können dann natürlich wieder einen Tetanus kriegen. Und den kriegen sie auch, wenn sie, also da schützt auch die Impfung nicht davor. Ja. Wenn sie trotzdem kriegen. Und das ist auch der Grund, warum wir in den Entwicklungsländern gibt es ja heutzutage leider noch sehr viel Tetanus. Da kann man sich dann auch denken, warum. Das ist einfach, weil die alle unterernährt sind.
Ja. Das klingt ja teilweise, da gibt es ja diesen Neugeborenen-Tetanus. Die Kinder kommen fast verhungert auf die Welt, haben vielleicht durch den Geburtsvorgang irgendwelche Quetschverletzungen oder überhaupt irgendwelche Verletzungen und die können dann einen Tetanus kriegen. Und das liegt einfach an dem Ernährungszustand oder an dem Geschlechtszustand, den sie haben. Jetzt würde ich gerne mal einen Querverweis schlagen, auch wenn es nicht abgesprochen war, zur spanischen Grippe. Und zwar habe ich mal gelesen, dass die, also Grippeviren an sich, die sind eigentlich kein Problem für den Körper. Aber damals, als die spanische Grippe auftrat, wurden erste Impfversuche mit ja, Feldversuche gemacht, also mit ganz vielen Menschen, die dann offenbar durch diese Impfung der Grippe nicht mehr standhalten konnten. Ist Ihnen da was bekannt? Diese Information habe ich auch, dass vor allem die erkrankt sind, die geimpft waren. Wenn die auch durch die Impfung so geschwächt waren, dass die dann anfällig waren und deswegen ist die so recht flächendeckend viel geimpft worden und deswegen ist die auch so tragisch verlaufen, diese Grippe damals. Ja, das waren vor allen Dingen Soldaten, die geimpft worden sind, weil man damals dachte, wir schaffen uns den Supersoldaten, der multiresistent ist, und dann können wir den Feind auch noch mit Bakterien eindecken und wir selber erkranken nicht daran. Und das ist natürlich gründlich nach hinten losgegangen. Jahren in Chicago war das, da ging es allen wirklich prima, aufstrebende Wirtschaft, nur den Ärzten war langweilig. Da haben sich dann welche ausgedacht, wir könnten ja mal gegen Pocken impfen. Dazu haben sie dann Bilder von Pockenkranken in der Tagespresse veröffentlichen lassen und haben behauptet, die Pocken wären ausgebrochen, was überhaupt nicht gestimmt hat, die Bilder waren aus England. Daraufhin ist es eben zu Massenimpfungen aufgerufen worden und dann sind die Pocken ausgebrochen durch die Impfung. Dann hatten die da mehrere hundert Tote danach, obwohl die Pocken vorher gar nicht da waren. Und auch bei den Pocken ist es so, dass ja immer behauptet wird, die Impfung hätte die Pocken ausgerottet. Das stimmt nicht. Die Pocken sind ausgerottet worden durch Quarantänemaßnahmen, dass die erkrankt worden sind, auf Isolierstationen gekommen sind und so hat man es dann geschafft, die Pocken in den Griff zu kriegen. Und die Pocken haben erst aufgehört in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, als die Pockenimpfung eingestellt worden ist. Das heißt, diese Geschichte dieser Dr. Wilson, der da mit Smallpox, also mit Kuhpocken, dann Menschen geimpft hat in der Hoffnung, dass sie dadurch immun werden, das war also im Grunde genommen an den Haaren herbeigezogen. Ja schon, diese Impfung hat ja eigentlich Napoleon hineingeführt. Und der hat es deswegen gemacht, der hat tatsächlich am Anfang seine Soldaten gegen Pocken geimpft, aber nicht mit dem Hintergedanken, dass die dagegen resistent werden, sondern der hat sich gesagt, wenn ich jetzt hier auf Feldzug gehe, in den Nahen Osten oder was nicht, wo der überall war, da kann ich das nicht brauchen, dass meine Leute an dass das ganze Heer dann am Pocken erkrankt und hat dann nur die mitgenommen, die es überlebt haben. Aber es ging ihm gar nicht darum, sozusagen um die zu schützen, sondern er hat praktisch mit Absicht die vorher infiziert und die, die es nicht überlebt haben, die hat gesagt, die kann ich eh nicht brauchen. Also eine Selektion. Ja. Hm. Und da ging es ihm nicht um den Schutz, sondern einfach um zu schauen, wer überlebt diese Pocken, der wird sie dann vermutlich wenn er den natürlich durchgemacht hat, auch nicht nochmal kriegen. Aber so ist praktisch damals schon, ich sage jetzt mal, sehr makaber eine Art von Impfung entstanden. Das klingt alles wenig beruhigend. Herr Bauer, ich würde Ihnen gerne noch ein Schlusswort erteilen, denn vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt oder gesagt, was Ihnen aber noch auf dem Herzen liegt. Ja, was mir bei dem ganzen Thema wirklich am Herzen liegt, ist einfach, dass ich hoffe, und deswegen halte ich auch diese Vorträge, dass die Leute einfach mehr nachdenken anfangen. Und dass man sich nicht einschüchtern lässt und Angst machen lässt vor diesen ganzen Krankheiten, sondern dass man selbst Verantwortung übernimmt oder Verantwortung für seine Kinder übernimmt und sich einfach mit diesem Thema auseinandersetzt. Wenn sich jemand damit auseinandersetzt und danach entscheidet er für sich, nee, ich möchte lieber impfen, dann finde ich das in Ordnung. Aber ich habe einfach den Eindruck, dass viele Leute gar nicht oder zu wenig über dieses Thema nachdenken und dann einfach machen, was man ihnen oder was halt, was ich
Das war ein schönes Schlusswort. Herr Bauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.